heutigen Bibelvers der Losung und Lehrtextreihe am Dienstag, den 29. Dezember 2020, im letzten Buch des Alten Testaments in Maleachi, Kapitel 3, Vers 20. Da wird auch wieder eine wunderschöne Verheißung ausgesprochen. Euch, die ihr meinen Namen fürchtet, soll aufgehen die Sonne der Gerechtigkeit und Heil unter ihren Flügeln. Also Menschen, die Gottesfurcht haben, die Gott kennen, die Gott lieben, bei denen passiert etwas. Die bleiben nicht mehr dieselben. Die werden verändert. Da geschieht etwas, was nicht aus eigener Kraft geschieht, sondern aus dem Wirken Gottes. Sie werden gerecht gesprochen durch das, was der Herr Jesus getan hat, weil sie an das glauben, weil sie das annehmen. Und es ist wie die Sonne. Wir haben sie schon erlebt, wenn man in einem schattigen Gebiet ist und plötzlich geht da die Sonne auf und wirft den Schatten zur Seite. Es ist plötzlich ein ganz anderer Zustand. Und die Sonne der Gerechtigkeit und Heil wird sich auswirken im Leben eines solchen Menschen, der Gott in seinem Herzen Raum gibt. Gibst du Gott in deinem Herzen Raum? Dann wird auch die Sonne der Gerechtigkeit und sein Heil in dir aufgehen und dein Leben verändern. Im Johannesevangelium, da schreibt Johannes, er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, die an seinen Namen glauben. Wow, ein Bibelvers, der vielen schon natürlich bekannt ist und schon wahrscheinlich darüber nachgedacht haben, die meisten von uns. Aber hier wird einfach gesagt, Jesus kam zu seinem Volk. Und die meisten haben ihn nicht angenommen und aufgenommen, haben ihn links liegen gelassen und haben ihn für nichts geachtet. Ja, es waren welche dabei, eine Handvoll im Vergleich zur Masse, zum Glück. Aber die meisten haben ihn links liegen gelassen. Aber die, die ihn aufgenommen haben, denen, da ist was passiert, was ich vorher schon gesagt habe, da ist etwas, eine Transformation geschehen. Denen gab er Macht. Gott gibt denen Macht, die Jesus aufnehmen. Eine Vollmacht, Gottes Kinder zu werden. Die an seinen Namen glauben. Und das verändert alles. Und ich glaube, wir haben noch nicht dieses ganze Potenzial, was das bedeutet, erstens erkannt und zweitens noch gar nicht ausgeschöpft. Gottes Kind zu sein, in der Fülle zu leben, weil sie in uns wohnt. Er hat ja in uns Wohnen gemacht. Erstens durch den Heiligen Geist und auch durch seine eigene Gegenwart. Wie er sagte, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Das verändert das Leben eines Menschen, wenn er Jesus annimmt in sein Leben. Er wird zum Kind Gottes. Und ich glaube, und ich habe schon etliche Male erwähnt in vergangenen Predigten, es gibt keine höhere Berufung für einen Menschen. Du kannst auf der Erde in den Augen der Menschen es zu etwas bringen. Du kannst dir Titeln anhäufen. Und das muss ja nicht schlecht sein. Aber es ist nichts vergleichlich mit dem Geschenk, mit der Gabe, mit dem Titel jetzt,
Kind Gottes zu sein, Gottes Kind zu heißen. Da gibt es keine höhere Berufung. Und selbst der berühmteste Kaiser dieser Erde, und da fallen uns vielleicht schon einige Namen ein, wenn wir an Kaiser und Könige der Vergangenheit denken, sind nichts im Vergleich zu einem Kind Gottes. Ein Kind Gottes. Freu dich darüber, wenn du es bist. Und bekenne es, weil du es bist, damit es noch andere werden und dadurch Gottes Ruhm und seine Herrlichkeit vermehrt werden. Er hat uns dazu berufen und auch dazu gesegnet. Einen schönen Tag.